Wie sieht mein Training und meine Ernährung aus, um das ganze Jahr über in Form zu sein? Vorab müssen wir aber ein paar Dinge klarstellen. Wenn ich davon spreche, in Form zu sein, sieht das bei mir folgendermaßen aus. Es sieht einmal so aus, dass ich das ganze Jahr zwischen 10 und 14% Körperfett bin. In Form zu sein bedeutet für mich aber ebenfalls Leistung zu haben und mich gut zu fühlen, gut aus dem Bett zu kommen, tagsüber Energie zu haben, klare und gute Gedanken zu haben und auch gute Leistung in meinem Training zu haben und schlussendlich natürlich auch einfach gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und deswegen, bevor wir jetzt reinstarten und ich dir sage, wie ich trainiere, wie ich mich ernähre, welche Dinge für dich wirklich relevant sind, was Ernährung und Training angeht und welche nicht, die wichtigsten Prinzipien, wenn es um Fitness geht und schlussendlich dir auch noch ein paar Fragen mit auf den Weg gebe, die du dir selbst stellen solltest, um einfach die Qualität deines Lebens zu verbessern, müssen wir uns erstmal eine Frage stellen. Besonders, wenn es um das Training und die Ernährung geht. Und das ist die folgende. Was ist dein Ziel? Weil, nehmen wir mich nochmal als Beispiel. Wie die meisten mittlerweile wissen sollten, war ich früher Fußballer und seitdem ich ein kleines Kind war, war es mein Traum, Fußballprofi zu werden. Dementsprechend macht es auch nur Sinn, wenn ich dir sage, alle meine Vorbilder waren Fußballprofis. Und dann kannst du auch verstehen, warum es mir darum geht, nicht maximale Muskulatur aufzubauen, sondern einen definierten, athletischen, sportlichen Körper zu haben, der nicht einfach nur fit aussieht, sondern der auch fit und leistungsfähig ist. Abgesehen davon habe ich aber auch noch ein anderes Ziel. Und ich weiß, manche Leute denken, weil ich so viel Content mache, dass ich Influencer wäre und damit mein Geld verdienen würde, was aber nicht stimmt. Ich bin Online-Coach. Ich helfe Leuten dabei, in Form zu kommen und in Form zu bleiben und sich einfach besser und wohler in ihrer Haut zu fühlen. Und deswegen, wenn du da mal drüber nachdenkst, kannst du dir meinen Job einfach als Bürojob vorstellen. Die meisten denken ja, ich hätte den ganzen Tag Zeit für Sport und Ernährung, um mich nur darum zu kümmern. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe oft Tage, wo ich 10, 12 Stunden hier am Schreibtisch sitze. Man kann den Schreibtisch hoch und runter fahren. Ja, also ich stehe auch manchmal hier. Aber im Großen und Ganzen ist mein Alltag vermutlich nicht so anders als deiner. Mein Tag ist auch gefüllt damit, Gespräche zu führen, hier Content zu machen, vor dem PC, meine Klienten zu coachen, vor dem PC. Ich lege sehr, sehr großen Wert auf Weiterbildung. Egal, ob es jetzt Fitness und Coaching angeht oder ob es mein Business angeht, dementsprechend sitze ich auch wieder hier vorm Schreibtisch, gucke mir irgendwelche Kurse an, mache irgendwelche Coachings. Also, stell dir bitte nicht vor, ich habe den ganzen Tag nur Zeit für Sport und Ernährung. Und aus dem Grund wirst du auch verstehen, warum mein Ziel nicht einfach nur ein definierter athletischer Körper ist, sondern ein ebenso großes Ziel von mir ist, viel Energie zu haben, maximal leistungsfähig in meinem Alltag zu sein und warum das wichtig zu wissen ist, da kommen wir gleich noch zu. Der Punkt ist aber, ich merke immer öfter, dass meine Klienten aus genau denselben Gründen zu mir kommen und mit genau denselben Zielen zu mir kommen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn du diesen Podcast hörst, du ähnliche Ziele haben wirst. So, warum ist es für mich aber nicht nur wichtig, einen definierten Körper zu haben, sondern auch viel Energie zu haben? Versteht sich, glaube ich, von alleine. Erstmal fühle ich mich dadurch einfach tausendmal wohler. Wenn du morgens aus dem Bett aufstehst und fit bist, dann hast du ein ganz anderes Lebensgefühl. Das sorgt dann am Ende des Tages dafür, dass ich mehr Leistung habe, dass ich dadurch meine Klienten besser unterstützen kann, meine Arbeit effizienter und qualitativ hochwertiger ist und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ein Coach eine Vorbildfunktion hat. Wenn meine Klienten zu mir kommen, dann legen die eine sehr, sehr große Verantwortung in meine Hände. Nämlich ihre Gesundheit. Natürlich kommen die zu mir, weil die was an ihrem Körper verändern wollen. Sei es jetzt mehr Muskulatur oder sei es Körperfett zu verlieren. Bei vielen ist aber auch der Fokus, sich einfach wieder wohlzufühlen, fitter im Alltag zu sein.
auch im Alter noch mit ihren Kindern spielen zu können. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich diesen Satz am Telefon höre. Ich will einfach auch im Alter mit meinen Kindern noch spielen können. Und das ist eine Verantwortung, die die Leute in meine Hände legen. Und meiner Meinung nach hat jeder Fitnesscoach die Verantwortung, das vorzuleben, was er den Leuten geben soll. Und da mache ich einen Punkt. Das ist einfach ein Fakt. So, jetzt haben wir uns so lange darüber unterhalten, was meine Ziele sind und warum du dir ein Ziel machen sollst. Warum für dich wichtig ist, zu wissen, was du erreichen möchtest und was dein Ziel ist, ist der folgende. Dieses Ziel oder diese Ziele bestimmen schlussendlich, worauf du in deiner Ernährung achten musst und worauf du in deinem Training achten musst. Schau, wenn es mir nur darum gehen würde, maximal muskulös auszusehen, dann wird mein Training anders aussehen, als es jetzt aktuell ist. Also, lass uns jetzt einfach mal dazu kommen, wie mein Training denn aussieht. Also, ich mache 3 bis 4 Krafteinheiten jede Woche. In der Regel sind es Ganzkörper-Workouts und hier spielt es auch gar keine Rolle, ob die zu Hause sind mit dem eigenen Körpergewicht oder ob die im Fitnessstudio sind. Ich habe für meine Workouts ein paar Regeln, weil, wie ich dir gerade gesagt habe, geht es mir nicht um maximalen Muskelaufbau, sondern um Leistungsfähigkeit. Und deswegen sind meine Workouts kurz und intensiv. Meine Workouts sind hart, kurz und knackig. In der Regel 60 Minuten. Egal, ob die jetzt zu Hause oder im Fitnessstudio sind. Wie gesagt, da kommt es immer darauf an, was meine Zeit zulässt. Wie es für mich gerade einfacher ist. Aber hier nochmal, 3 bis 4 Mal in der Woche Krafttraining, Ganzkörpereinheiten, kurz und intensiv. Dann kommt dazu mein Cardio-Training. Das sind 3 bis 4 Ausdauerläufe zwischen 8 und 12 Kilometern jede Woche. Manchmal sind es auch mehr Läufe. Allerdings musst du hier daran denken, ich laufe nicht auf Zeit. Mir geht es nicht darum, so schnell wie möglich zu laufen. Ich laufe bei einer entspannten Pulsfrequenz so, dass ich davon keine große Regeneration brauche. Weil hier musst du verstehen, diese Läufe, klar, sind gut für mein Herz-Kreislauf-System, sind gut für meine Gesundheit, sind auch gut für meine Energie. Aber hier geht es mir besonders darum, dass mir diese Läufe was geben. Ich kann Stress loslassen. Ich komme auf gute Gedanken. Die besten Videoideen, die besten Content-Ideen sind mir beim Laufen gekommen. Dieses Laufen gibt mir einfach was. Und das ist der Grund, warum ich so oft laufen gehe. Wenn ich gestresst bin, ich gehe laufen. Danach geht es mir besser. Ich bin geerdet. Ich fühle mich wohler. Und ich bekomme genau dasselbe auch von meinen Klienten zu hören. Es war so oft, dass ich am Anfang gehört habe, ja, aber lass uns bitte keine Cardio-Einheiten machen. Und wenn, dann bitte nicht laufen. Und dann, weil meine Klienten sehen, ich gehe laufen, wollen die dann auch laufen gehen. Und dann probieren die es mal aus. Erste Mal ist nicht so gut. Und dann zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal merken die diesen positiven Effekt auch. Und das ist mein Grund, warum ich laufen gehe. Also 3 bis 4 Krafteinheiten in der Woche, 3 bis 4 Läufe in der Woche. Und jetzt werden Leute kommen, die mir sagen, ja, was ist denn mit der Regeneration, wenn du so oft trainierst? Das geht doch nicht, dein Körper braucht auch Pause. Leute, benutzt euren logischen Menschenverstand. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, maximale Muskulatur aufzubauen. Das bedeutet auch, wenn ich merke, dass mein Körper nach Pause verlangt, dann nehme ich mir einen Tag Pause. Allerdings kannst du das nur machen, wenn du deinen Körper kennst und wenn du deinen Körper wirklich kennst. Und da ich mein Leben lang Sport mache, kenne ich meinen Körper mittlerweile. Warum sage ich dir das? Ich sage dir das aus dem folgenden Grund. Ich kenne viele Leute, die trainieren 3-mal die Woche, so in einem, mit einer moderaten Intensität und sagen sich dann, ja, ich bin so platt, ich fühle mich so kaputt, ich brauche Pause, mein Körper verlangt nach Pause. Obwohl es nicht ihr Körper ist, der nach Pause verlangt, sondern sie einfach keine Motivation haben und nach einer passenden Ausrede suchen. Also, hör hier wirklich auf deinen Körper und hör nicht darauf, was dein Kopf dir sagt. Weil, da bin ich dir zu 100% ehrlich, die meisten brauchen nicht mehr Pause. Die meisten müssen tatsächlich härter trainieren. Also, da einfach so ein bisschen den logischen Menschenverstand benutzen. Zu meinem Training, was das Krafttraining und das Cardiotraining angeht, kommt aber noch eine Sache, die ich auch als Training ansehe. Und zwar ist das Bewegung im Alltag. Und was meine ich hiermit?
Damit meine ich einfach Spaziergänge, ich meine Schritte im Alltag, dass man einfach mehr Schritte einbaut, dass man guckt, dass man sich bewusst mal Pausen von seiner Arbeit nimmt, bewusst mal Pausen in seinen Tag einbaut, um einfach mal eine Runde spazieren zu gehen. Und hier, wichtig, ohne das hier, ohne dein Handy, ohne Musik, auch mal ohne einen Podcast, ganz mit dir alleine, weil das ist auch wieder so eine Sache. Genau wie mein Cardio-Training sind diese Spaziergänge wichtig für mich, wichtig für mein Stresslevel, wichtig für mich, um auf gute Gedanken zu kommen und mich einfach so ein bisschen zu erden und klarere Gedanken zu fassen, ganz klar. Aber mehr Bewegung im Alltag hat noch andere Vorteile, nämlich mehr Bewegung bedeutet weniger Zeit für Essen. Mehr Bewegung bedeutet aber auch mehr Kalorienverbrauch. Und diese Punkte kommen wieder meinem Ziel zugute, nämlich nicht nur einen definierten Körper zu haben, sondern auch leistungsfähig zu sein und viel Energie zu haben. Wie du siehst, mein Training ist perfekt auf mich abgestimmt. Es geht bei allem, was ich mache, darum, einen definierten athletischen Körper zu haben und viel Energie und leistungsfähig zu sein. Und lass mich hier jetzt auch mal eine Sache ganz, ganz klarstellen. Natürlich gibt es bei mir auch Wochen, wo ich so viel Arbeit habe, dass mein Training kürzer kommen muss. Allerdings, auch hier, benutze deinen logischen Menschenverstand. Bevor ich ein Training komplett ausfallen lasse, verkürze ich mein Training einfach. Wenn ich an dem Tag keine 60 Minuten Zeit für ein Workout habe, dann mache ich in dem Workout weniger Sätze und trainiere nur 30 Minuten. Weil kein Mensch auf diesem Planeten kann mir erzählen, dass er so beschäftigt ist, dass er keine 30 Minuten Zeit hat für ein Workout. Das kann mir beim besten Willen keiner erzählen. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, aber ich muss auch noch 30 Minuten ins Fitnessstudio fahren, dann trainier zu Hause. Dann musst du nicht ins Fitnessstudio fahren. Mach ein paar Liegestütze, mach ein paar Klimmzüge, mach ein paar Kniebeugen. Hast ein Ganzkörper-Workout, bist in 20-30 Minuten damit durch. Also, bei diesen Sachen einfach so ein bisschen den Menschenverstand benutzen. Das ist nicht so schwierig. Man braucht da keine Wissenschaft draus machen. Wenn ich mir mein Training für dienstags eingetragen habe und ich schaff's dienstags nicht, dann mache ich es mittwochs oder ich mache es montags. Disziplin, ja, aber man muss auch nicht zu 100% strikt sein. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Sachen, die man sich vornimmt, erledigt werden. Ob diese Sachen jetzt heute erledigt werden oder einen Tag vorher oder einen Tag später, spielt nicht so eine große Rolle. Also versuch dich einfach im Großen und Ganzen dran zu halten. Aber wenn du mal Anpassung machen musst, dann mach diese Anpassung. So, und wenn du mal hintereinander die Tage trainieren musst, wenn du mal montags, dienstags und mittwochs trainieren musst, weil es anders in der Woche nicht passt, dann werden viele sagen, ja, aber man braucht einen Tag Pause dazwischen. Dann passt doch einfach die Intensität von deinen Workouts an. Du musst ja dann nicht in jedem Workout bis ans Maximum, bis ans Limit gehen. Geh einfach ein bisschen mit der Intensität zurück und dann kannst du auch die 3 Tage hintereinander trainieren. So, das einfach mal dazu. Benutz bei deinen Workouts und bei deinem Training deinen Menschenverstand. Wie gesagt, das ist keine Raketenwissenschaft. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie ich mich ernähre, weil wir wissen alle, um einen niedrigen Körperfettanteil zu haben, ist das A und O die Ernährung. Bevor wir uns jetzt also darüber unterhalten, möchte ich dir etwas Wichtiges erklären. Du hast mit Sicherheit schon oft gehört und mit Sicherheit auch schon extrem oft von mir gehört, das Einzige, was für den Fettverlust wichtig ist, ist das Kaloriendefizit. Und das stimmt tatsächlich auch. Du könntest essen, was du willst, im Kaloriendefizit würdest du trotzdem Fett verlieren. Also, schau, ich persönlich habe mich früher in meiner Haut maximal unwohl gefühlt. Ich bin nie mit meinen Freunden schwimmen gegangen. Ich habe mich immer als Letzter umgezogen oder sogar zu Hause geduscht. Und ich wollte einfach nie meinen Körper zeigen, weil ich mich einfach dafür geschämt habe. Und das Einzige, was damals für mich gezählt hat, das Einzige, was für mich wichtig war, war, dass ich in Form komme und mein Körper sich verändert. Und natürlich wollte ich meine schlechten Essgewohnheiten nicht aufgeben, was Süßigkeiten und diesen ganzen Schrott angeht. Und ja, wie gesagt, du kannst essen, was du willst und trotzdem in Topform sein. Und das war bei mir auch tatsächlich genauso. Ich habe Süßigkeiten gegessen, ich habe Fastfood gegessen, ich habe gegessen, was ich wollte, habe trotzdem Fett verloren und hatte trotzdem Sixpack. Aber
Hier kommen wir jetzt wieder zu dem Warum und zu den Zielen. Weil ich will jetzt nicht einfach nur noch in Form sein. Wie gerade schon gesagt, ich will Energie haben. Ich will mich gut fühlen. Und dazu zählt für mich vor allem, mich tagsüber gut zu fühlen, gute Gedanken zu haben, leistungsfähig zu sein und mich alles in allem einfach herausragend zu fühlen. Einfach immer energiereich zu fühlen. Und lass mich dir kurz erklären, wie ich mich früher ernährt habe. Da, wie gerade schon gesagt, mein primärer Fokus einfach nur war, einen definierten Körper zu haben, habe ich einfach nur darauf geachtet, wie viele Kalorien und wie viel Eiweiß ich esse. Bedeutet, ich habe mega viel ungesundes Zeug gegessen, weil ich Bock drauf hatte und es ja in meine Kalorien gepasst hat. Es gab Zeiten, da habe ich in der Woche komplett clean gegessen. Also wirklich, ich habe Montag bis Freitag komplett clean gegessen. Und dann am Wochenende, weil man brauchte ja Cheat Days, damit ich mir diese ungesunden Sachen reinschaufeln kann, bin ich so krass eskaliert, dass ich wirklich 2-3 Tage nur Fast Food und nur Süßigkeiten gegessen habe. Eine Dönerpizza, danach ein Ben & Jerry's. Ich habe manchmal 2 Ben & Jerry's hintereinander gegessen. Nicht die Kalorien reduzierten, sondern die vollen, also die normalen Ben & Jerry's, die pro Becher über 1000 Kalorien haben. Erst die Dönerpizza, dann 2 von den Eis hinterher. Dann danach Kinderriegel, Kinderkarts und diese ganzen Sachen. Alles rein. Und ich war trotzdem in Form. Ich war, glaube ich, sogar unter 10% Körperfett. Weil ich einfach in der Woche drauf geachtet habe, komplett clean zu essen und extrem wenig Kalorien gegessen habe. Und jetzt willst du vermutlich wissen, warum ich das jetzt nicht mehr mache. Mit Sicherheit, oder? Schau, der Punkt ist, nach dem Wochenende damals, wo ich so komplett eskaliert bin, brauchte ich erstmal 4-5 Tage Regeneration. Das war, als ob ich einen Kater gehabt hätte. Das war so, als hätte ich mich komplett abgeschossen mit Alkohol. Ich hatte wirklich jede Woche nur 2 Tage, an denen ich mich gut und leistungsfähig gefühlt habe. Und das war donnerstags und freitags, damit ich dann freitags wieder von vorne anfangen kann. Weil, wie du dich erinnerst, ich habe ja in der Woche komplett clean gegessen. Und da ist dann dieser Kater rausgegangen aus meinem Körper. Und dann donnerstags ging es mir gut, freitags ging es mir bestens. Und dann freitags wieder ungesundes, samstags ungesundes, sonntags ungesundes. Und dann ging das von vorne. Und das Lustige ist, ich habe mich früher immer gefragt, wie es sein kann, dass ich mich am Wochenende und nach dem Wochenende so schlecht fühle, obwohl ich ja frei habe. Ich habe gar nicht den Gedanken daran verschwendet, dass es an meiner Ernährung liegen könnte. Bis ich dann irgendwann nach ein paar Monaten mal 1 und 1 zusammengezählt habe, ist es mir dann schlussendlich klar geworden. Dann ist so ein kleines Licht in meinem Kopf aufgegangen. Und das ist der Grund, warum ich meine Ernährung bewusst umgestellt habe. Weil, wie gesagt, ich nicht einfach nur definiert sein will, sondern ich vor allem auch energiereich sein will und leistungsfähig sein will. Wie gesagt, wenn es dir einfach darum geht, deinen Körper zu formen, ja, dann kannst du essen, was du willst. Aber du wirst es niemals schaffen, dich gut zu fühlen. Du wirst weniger Leistung in deinem Training haben. Du wirst dich unwohl fühlen. Du wirst schlechte Laune haben. Du wirst in deinem Alltag keine Energie haben. Du wirst garantiert schlechte Haut bekommen. Und ich könnte diese Liste noch endlos weiterführen. Aber lass uns jetzt mal dazu kommen, wie meine Ernährung aktuell aussieht, um mich nicht nur gut zu fühlen, sondern um auch gut auszusehen. Also, das wird jetzt viele vielleicht schockieren, aber tatsächlich mache ich Intervallfasten. Bedeutet, ich frühstücke nicht und meine erste Mahlzeit habe ich so gegen 13, 14 Uhr am Tag. Und das mache ich nicht primär aus dem Grund, um wenig Körperfett zu haben oder Fett zu verlieren, weil das würde ich auch mit Frühstück schaffen. Wie gesagt, da geht es nur um deine Kalorien. Intervallfasten mache ich aus dem Grund, weil morgens meine kreative Arbeit ist. Da mache ich meinen Content, da kümmere ich mich auch um meine Klienten, brauche ein schnelles Gehirn, um die Aufgaben da zu bewältigen. Und ich merke einfach, auf leeren Magen, wenn ich vorher gefastet habe in dem Sinne, kann ich mich besser konzentrieren. Ich bin leistungsfähiger, meine Gedanken sind schärfer, ich fühle mich einfach besser. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich versuche, so gut es geht, hochverarbeitete Lebensmittel zu vermeiden. Weil das ist mir aufgefallen, je mehr ich davon esse, desto mehr Verlangen habe ich danach. Und desto schwieriger wird es für mich, mich an meine Kalorien zu halten. Also Intervallfasten. Ich versuche, auf hochverarbeitete Lebensmittel zu verzichten. Und eine ganz, ganz wichtige Sache für mich. Meine erste Mahlzeit ist extrem eiweißreich mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten. Und das nicht aus dem Grund, weil Kohlenhydrate der Feind sind,
Ich sag's zum 100. Mal, es kommt nur darauf an, wie viele Kalorien du isst. Aber wenn ich mittags in meiner ersten Mahlzeit viele Kohlenhydrate habe, dann komme ich danach in dieses Mittagstief. Dann fühle ich mich danach, als hätte mich ein Bus überfahren und ich bin einfach müde und kriege nichts mehr gebacken. Und das dauert dann 2, 3 Stunden, bis das wieder weg ist. Und wie wir ja schon jetzt 100 Mal besprochen haben, ist mein Ziel auch, leistungsfähig zu sein und viel Energie zu haben. Und deswegen ist meine erste Mahlzeit, egal um wie viel Uhr die ist, ob die jetzt um 12, 1 oder 2 ist, extrem, extrem eiweißreich und Kohlenhydrat reduziert. Dann, wenn wir schon beim Thema Eiweiß sind, ich esse am Tag ungefähr 150 bis 180 Gramm Eiweiß. Das hilft mir dabei, satt zu bleiben. Das hilft mir dabei, bei meinen Portionen nicht zu überessen. Das hilft mir dabei, Energie zu haben, weil mein Blutzucker im Gleichgewicht bleibt. Und es hilft mir schlussendlich auch dabei, meine Muskeln beizubehalten, um mich einfach gut zu fühlen. Dann esse ich aber auch ab und zu mal Süßigkeiten. Ich versuche das aber in Maßen zu halten. Und ich versuche damit nicht meine Emotionen zu betäuben und aus Stress irgendwelche Süßigkeiten zu essen, weil ich mir denke, ich brauche das jetzt aber. Sondern wenn ich mir denke, okay, ich bin jetzt mit Freunden irgendwo oder ich bin auf einem Abend mit Kollegen oder was auch immer, dann esse ich auch Süßigkeiten. Das ist gar kein Problem. Und wenn ich in der Woche mal Bock auf was Süßes habe, dann esse ich auch was Süßes. Da mache ich mich gar nicht verrückt. Aber dann noch eine Sache, die für mich eigentlich selbstverständlich ist, wo ich auch gar nicht so drüber nachdenke, die ich einfach erwähnen muss, ist, ich trinke keinen Alkohol. So, das war meine Ernährung. Also relativ simpel. Intervallfasten, meine erste Mahlzeit um 13, 14 Uhr. Extrem eiweißreiche erste Mahlzeit mit wenig Kohlenhydraten. Ich versuche, hochverarbeitete Lebensmittel so gut es geht zu meiden und greife eher auf ganze Lebensmittel zurück. Ich verzichte auf gar nichts. Also ich verzichte nicht auf Fleisch, ich verzichte nicht auf Kohlenhydrate, ich verzichte nicht auf Zucker, ich verzichte nicht auf Obst und ab und zu gönne ich mir auch Süßigkeiten. Ich trinke keinen Alkohol und, was auch noch ganz wichtig ist, ich versuche am Tag ungefähr 3 bis 4 Liter zu trinken. Das ist meine Ernährung. Wie du siehst, Training und Ernährung sehr, sehr unkompliziert. Sehr, sehr wenige Prinzipien. Ich verzichte auf nichts, aber ich mache es mir so einfach wie möglich in Form zu bleiben und dabei auch viel Energie zu haben. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Faktor, der diese beiden Punkte zusammenhält. Und hier geht es um deinen Schlaf. Ich versuche jede Nacht mindestens 7 bis 8 Stunden zu schlafen und auch das aus mehreren Gründen. Erstmal ist der Schlaf einer unserer größten Hormonregulatoren. Das bedeutet, im Schlaf werden unsere Hormone auf eine Baseline zurückgesetzt. Bedeutet, der Schlaf reduziert unseren Stress. Der Schlaf hilft uns bei der Regeneration. Und das hilft mir im Umkehrschluss dabei, mehr Leistung im Training zu haben, mehr Leistung in meinem Alltag zu haben, bessere Gedanken zu haben, klarer zu denken. Das hilft aber auch dabei, wenn du mal drüber nachdenkst, Leute, die dauerhaft zu wenig Schlaf bekommen, haben Heißhungerattacken, fühlen sich nicht gut, haben eine schlechte Laune, aus dem Grund greifen sie zu essen, bewegen sich weniger, greifen zu essen, weil sie sich weniger bewegen. Und so ist das ein Teufelskreislauf. Und deswegen ist einer meiner größten Punkte, die ich in den letzten Jahren geändert habe, mein Schlaf. Weil mein Schlaf war früher wirklich eine Katastrophe. Und seitdem ich das geändert habe, bin ich mindestens 10-mal leistungsfähiger geworden. Kann ich dir garantieren. Und deswegen darfst du nicht nur über das Training und die Ernährung nachdenken, sondern du musst alle Gewohnheiten in deinem Leben mal kontrollieren und schauen, ob die passen oder ob die eben nicht passen. Und das sage ich auch immer, warum man das Ganze komplett ganzheitlich angehen muss. Da habe ich dir auch schon eine komplette Episode zugemacht. Die kann ich dir hier mal verlinken, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Bei Spotify kann ich es dir leider nicht genau sagen. Ich weiß nämlich auch nicht genau, wie die Folge heißt, beziehungsweise wie ich die Folge genannt habe. Aber nicht nur dein Training und deine Ernährung, sondern auch alle anderen Gewohnheiten in deinem Alltag. Wie du hier siehst, alles in meinem Alltag, gerade was Training und Ernährung angeht, ist sehr unkompliziert. Ich mache keine verrückten Sachen, ich verzichte auf nichts, es gibt keine magischen Sachen. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal mit auf den Weg geben, was wirklich wichtig ist und was wirklich unwichtig ist. Weil ich sehe sehr, sehr viele Leute, die fangen gerade an
und machen sich über so viele unnötige Sachen Gedanken, die wirklich irrelevant sind. Die machen von den 100% vielleicht 1% aus und darüber machen die Leute sich Gedanken. Und deswegen will ich dir sagen, worauf du dich wirklich konzentrieren musst und worauf nicht. Der erste Punkt sind deine Trainingstage. Du musst nicht jede Woche montags, mittwochs, freitags und sonntags trainieren. Wenn du es montags nicht schaffst und dienstags trainierst, ist das kein Problem. Du kannst die Tage anpassen. Genauso irrelevant sind die Trainingszeiten. Wenn du einmal abends gehst und den anderen Tag morgens gehst, dann macht das keinen großen Unterschied. Dein Körper und deine Muskeln wissen nicht, ob heute Montag ist, ob heute Dienstag ist oder ob wir 14 oder 17 Uhr haben. Genauso irrelevant sind deine Zeiten, an denen du isst. Klar, hier musst du ein bisschen für dich selber rausfinden, wann es für dich am besten passt. Aber wenn ich beispielsweise mir sagen würde, okay, ich esse jetzt immer Punkt 14 Uhr mein Mittagessen und ich habe aber um 14 Uhr einen Call mit einem zukünftigen Klienten, was mache ich dann? Dann habe ich ein Problem, weil dann bin ich so strikt, dass ich da komplett eingeschränkt bin. Und deswegen musst du da einfach schauen, dass du ein bisschen flexibel bist und dass du da auch ein bisschen für Anpassungen bereit bist. Das Wichtige ist, dass du diszipliniert bist und dass du nicht strikt bist. Es muss nicht alles hundertprozentig sein. Nichts muss perfekt laufen. Es geht einfach darum, dass man es immer so gut macht, wie man es machen kann. Und dann eine meiner Meinung nach sehr, sehr irrelevante Sache, die viele Leute für sehr, sehr wichtig halten, ist das, was andere von dir halten. Was meine ich damit? Hier geht es mir vor allem ums Essen, aber auch beispielsweise genauso um Alkohol. Die meisten von euch trinken aus Gruppenzwang, weil alle Freunde Alkohol trinken und wenn man selbst dann nicht trinkt, irgendwelche dummen Kommentare kommen. Oder man dann einfach dieses Gefühl hat, ausgeschlossen zu sein. Lass mich hier mal bitte ganz, ganz klar sein. Wenn die Leute dich dazu drängen, wenn deine Freunde dich dazu drängen, dass du Alkohol trinkst oder dass du jetzt das unbedingt probieren musst oder das essen musst, weil das ja so lecker schmeckt, dann geht es denen nicht darum, was du willst. Es geht denen darum, dass die ein gutes Gefühl haben. Weil wenn du das isst und es schmeckt dir, dann bist du denen dankbar. Und die haben diese Bestätigung, dass du ein gutes Gefühl hast und die fühlen sich dadurch besser. Wenn du den Alkohol trinkst, versprechen die sich dadurch, dass du offener bist, dass du lockerer bist, dass die mehr Spaß haben. Es geht denen nicht darum, dass du glücklich und zufrieden bist. Es geht denen darum, dass die glücklich und zufrieden sind. Wenn du manche Sachen aber nicht essen willst, wenn du keinen Alkohol trinken willst, dann lass dich von den anderen nicht beeinflussen. Sei einfach klar und bestimmend. Wenn ich irgendwo bin, wenn ich mit meinen Freunden irgendwo ins Restaurant gehe, ich habe das Glück, dass keiner meiner Freunde Alkohol trinkt, weil ich scheinbar die Leute angezogen habe, die mir ähnlich sind und die dieselben Ziele haben wie ich. Aber wenn wir essen sind, dann esse ich das, was ich essen will. Und ich esse nicht das, was die mir sagen, was ich essen muss. Und wenn alle was Ungesundes essen, dann suche ich mir trotzdem was Gesundes. Nicht, weil ich keinen Bock auf das Ungesunde hätte, sondern weil ich Ziele habe, die für mich wichtig sind. Und weil mir dieses gesunde Essen dann einfach mehr gibt. Und ob dann dumme Kommentare kommen, und hier muss ich auch ganz klar sein, ich habe Freunde, also die meisten meiner Freunde sind da auch ganz klar und es kommen dumme Kommentare. Aber diese dummen Kommentare kommen immer. Also wir, hört sich jetzt lustig an, aber bei uns gibt es immer so kleine Sticheleien. Und wenn mir dann einer sagt, was bist du denn für einer? Dann ist das halt so. Bei uns ist das auch so ein bisschen Umgangssprache, das gehört bei uns einfach dazu. Aber ich habe da mittlerweile kein Problem mehr mit. Früher war das ein bisschen was anderes. Früher dachte ich mir, ja okay, ich will aber dazugehören und ich will nicht diese dummen Kommentare bekommen und dies und jenes. Und dann habe ich auch das gegessen, was die gegessen haben. Und ich habe mich danach mit mir selber schlecht gefühlt. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass man, wenn man essen geht oder auf Partys ist, dass man derjenige sein muss, der den Abend von den anderen kaputt macht. Oder dass ich derjenige bin, warum die anderen keinen Spaß haben können. Wenn ich irgendwo essen bin, klar, dann versuche ich immer, dass es passt. Dass die sich nicht einschränken müssen, wo wir essen gehen. Dann suche ich mir einfach die Sachen, die für mich passen. Das bedeutet aber einfach nur, hab immer im Hinterkopf, was du erreichen möchtest, was deine Ziele sind und auch, was dich einfach gut fühlen lässt. Und wenn du dir dann an dem Abend wirklich mal was gönnen willst,
dann gönn dir was. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Da brauchst du dir gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte dir einfach nur sagen, wenn es aus Gruppenzwang ist, wenn du das Ganze nicht für dich machst, sondern für die anderen, hör auf damit. Lass dich von den anderen Leuten nicht beeinflussen. Mach das, was für dich wichtig ist. Kommen wir jetzt noch einmal zu den wichtigsten Prinzipien, was mein Training, was meine Ernährung und allgemein was mein Alltag und mein Leben angeht. Also, mein Ziel ist, einen definierten athletischen Körper zu haben und immer energiereich zu sein. Sieht so aus, dass ich in der Woche 3 bis 4 Mal Krafttraining mache, Ganzkörpereinheiten, die hart sind und intensiv und nicht lange dauern. Dazu kommen 3 bis 4 Läufe in der Woche zwischen 8 und 12 Kilometern in einem sehr, sehr entspannten Tempo. Wenn mein Körper Regeneration braucht, dann nehme ich mir diese Regeneration. Ich baue in meinen Alltag viel Schritte und viel Bewegung ein, um meinen Kalorienverbrauch hochzuhalten und um mich einfach gut zu fühlen, um klare Gedanken zu haben, um immer viel Energie zu haben. Was meine Ernährung angeht, ich mache Intervallfasten. Meine ersten Mahlzeiten sind in der Regel zwischen 13 und 14 Uhr. Dazu ist meine erste Mahlzeit extrem eiweißreich mit wenig Kohlenhydraten. Ich versuche, hochverarbeitete Lebensmittel zum Großen und Ganzen zu vermeiden und aus meiner Ernährung zu streichen und mich hauptsächlich von unverarbeiteten natürlichen Lebensmitteln zu ernähren. Ab und zu gönne ich mir aber auch mal Süßigkeiten oder mal Fastfood. Plus, ich trinke jeden Tag 3 bis 4 Liter Wasser. Ich trinke sonst keine flüssigen Kalorien und ich trinke keinen Alkohol. Plus, ich komme jeden Tag auf 150 bis 180 Gramm Eiweiß. Dazu ist mein Schlaf eine sehr, sehr große Priorität von mir, weil ich einfach merke, der Schlaf gibt mir mehr, als er mir nimmt. Wenn ich mir 1-2 Stunden mehr Zeit für meinen Schlaf nehme, dann gibt mir das in meinem Tag 5 Stunden mehr Energie zurück und das ist es mir einfach wert. Und eine Sache, die noch wichtig ist, ich esse nicht aus meinen Emotionen. Da kommen wir aber auch wieder dazu, ich versuche meine Emotionen, was Stress und Heißhunger und diese ganzen Sachen angeht, vorher schon zu vermeiden durch diese ganzen Gewohnheiten, die ich dir gerade eben aufgezeigt habe. So, und jetzt habe ich 3 Fragen für dich, die deine Qualität nicht nur von deiner Fitness, sondern generell von deinem Leben zu 100% verbessern werden. Und versuch dir diese Fragen mindestens einmal in der Woche zu stellen, wenn nicht am besten täglich. Tu mir aber bitte vorher den Gefallen, wenn dir diese Episode was gegeben hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir eine Rezension da. Drück auf den Stern bei Spotify, drück auf Abonnieren bei YouTube und drück auf Gefällt mir und was auch immer noch. Plus, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn du sonst irgendwas wissen willst, schreib mir bei Instagram eine DM, ich beantworte die zu 100%. Oder wenn du bei YouTube bist, schreib es unten in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt zu den 3 Fragen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und die sind vielleicht ein bisschen hart, aber die erste Frage ist die: Bin ich aktuell da, wo ich sein will oder wo ich sein könnte, was meine Leistung in meinem Alltag angeht und was das Spiegelbild angeht, wie ich mich selbst fühle? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Meiner Meinung nach relativ powerful. Kommen wir jetzt aber zu einer Frage, die noch viel, viel powervoller ist und die vielleicht für viele auch extrem hart ist. Geh mal davon aus, vielleicht bist du es ja auch, aber geh mal davon aus, du hast eine Tochter oder einen Sohn. Und dann stell dir die Frage: Mit den Gewohnheiten, die du aktuell hast, mit deinem Auftreten, wie du aktuell auftrittst, mit deinem Aussehen, wie dein Körper aktuell geformt ist, bist du eine Inspiration für deine Kinder oder für andere Menschen? Stell dir diese Frage, meiner Meinung nach, sehr, sehr powerful. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann weißt du, was zu tun ist. Und dann eine Frage, die dir helfen wird, das Ganze zu verbessern, ist die folgende. Was kann ich nächste Woche besser machen in Bezug auf Schlaf, Ernährung und Training, um ein Stück näher dahin zu kommen, wo ich sein könnte? So, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und ich bin mir zu 100% sicher, wenn sie dir gefallen hat und wenn du daraus was mitnehmen konntest, wird dir diese Episode hier auch gefallen.